Was geht, Leute? Wie geht's euch? Voll schön. Guckt euch mal das Wetter an. Blauer Himmel. Ibiza, Las Palmas, all in. Der Bahnhof von Kenitra. Wunderschön. Ja, ja. Guck mal bitte, was ein Design. Bam, bam. Schön. Und dieser Zug heißt so Al Borak, heißt der, Leute, ja? Salamu alaikum und herzlich willkommen in Marokko, Leute. Wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ich bin übertriebenst gehypt. Ihr wollt mir nicht glauben. Ich bin hier gerade in Casablanca. Wir reden nicht lang rum. Wir starten jetzt einfach mal hier in den Vlog rein. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Das erste Anfang. Da werden sehr starke Dinger kommen, Leute. In dem Hotel hier haben wir geschlafen. Das ist Relax Hotel. Also ich war sehr zufrieden hier. Das ist hier so in so einem Einkaufszentrum. Sehr schön. Hier, da haben wir die Haupt, so eine große Straße. Kommen viele Autos, Leute. Ja. Oh, hier, Freunde, haben wir meinen Cousin. Sein Name ist Nizar, den werdet ihr öfter sehen, Leute. Hammer Typ. Wir sind gestern angekommen. Wir haben hier übernachtet im Hotel. Und jetzt geht's zum Bahnhof. Und wir fahren dort weiter in die Stadt halt, wo ich wirklich auch herkomme, beziehungsweise wo ich viele Familienangehörige habe, die Kenitra heißt. Wir sind hier gerade in Casablanca. Ein paar hier Eindrücke, ein bisschen Eindrücke. Gut, hier haben wir halt nur eine Straße mit Autos, ne? Yalla, seht. Kann ich ihn nehmen? Guck mal, hier haben wir Lampe, Ampel, schön. Die Leute bleiben stehen. Alles entspannt, Leute. Alles entspannt, das Ganze. Wir haben grün und da ist auch so eine Sekundenanzahl. Ne? Seht ihr? Jetzt haben wir noch 19, 16, 15. Ja. Dieses System mit der Sekundenanzeige von den Ampeln, das haben die Marokkaner von den Franzosen, glaube ich, weil in Frankreich ist sowas normal. Aber ich persönlich feiere die Anzeige mit den Minuten, Leute, mit den Sekunden. Ja, dann sieht man, ob man es noch schafft oder nicht so. Ist schon schön. Da hinten haben wir den Bahnhof, Leute. Sehr, sehr schöne Geschichte. So vom Design her, Baba. Was sagt ihr zu dieser Art Videos hier? Schön, oder? Ne? Ich habe schönes Weitwinkelobjektiv drin. Schöne Bildstabilisierung. Was sagt ihr? Sagt doch mal bitte. Also ich finde, damit kann man arbeiten, Leute. Guck mal bitte, was ein Design. Bam, bam. Schön. Wegen Corona wahrscheinlich auch weniger los. Ist logisch. Alle, alle Corona, schon hier nachts halt. Mach mal näher, ey. Hier geht's dann hoch. Boah, sehr edle Geschichte. Hier, guck, seht ihr? La Gare Casa Voyage. Mahattat Dar Al-Bayda. Al-Masafirin. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ja, so ein bisschen kann ich schon lesen. Ich bin jetzt kein Vollprofi in Arabisch, Leute. Nicht, dass ihr denkt. Auf jeden Fall, Nisa. Yalla. So, Freunde, komm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in den Bahnhof. Ja, Freunde, das ist sozusagen der Bahnhof und hier kann man dann Tickets kaufen, auf entspannt. Schöner Bahnhof, oder? Sag doch mal, Leute, der ist schön. Ja, na, so sieht das Ganze aus. Das ist halt alles auf Französisch, ne? Zwei Stück. Ja, machen wir doch nicht über Automat, wir gehen dann direkt, hat nicht so hingehauen. Salam alaikum. Wir haben jetzt gerade hier so eine Vergünstigung noch bekommen. Und zwar spare ich eiskalt 50% heute. Die haben da so eine Aktion wegen dieser Corona, weil die ein halbes Jahr zu hatten. Für die Leute, die aus dem Ausland kommen, 50% Vergünstigung für alle Bahnfahrten. Ja, da haben die sogar einen McDonald's. Aber ich habe keinen Hunger. Das ist der Bahnhof. Ich finde, es ein schöner Bahnhof. Sehr schöner Bahnhof, muss man an der Stelle sagen. Ich denke, das ist interessant, oder? Leute, mal was anderes.
Was geht, was geht, was geht, Leute? Wie geht's euch? Sind noch 2 Stunden, bis der Zug kommt. Und da warten wir noch ein bisschen. Keine Ahnung, gucken wir mal, wo wir hingehen. Unser Zug kommt um 1 Uhr. Und zwar Richtung Tanja. Ist das Endstation Tanja, Gleis 4. Und der Zug heißt 1029, so wie ich es jetzt rauslesen kann. Ja, ja. Wir sind hier gerade in so einer Lounge für Leute, die First Class gebucht haben. Ich zeige euch das mal. Ist richtig entspannt hier. Guck mal, so sieht das aus. Da kommt man halt rein. Ja, und hier kann man halt sitzen, wenn man erste Klasse gebucht hat. In Marokko, richtig viel Platz. Entspannt, da ist mein Cousin Nizar. Und der holt gerade Kaffee. Da kann man sich hier auch Kaffee holen. Auf entspannt. Hier hat man Kaffeeautomat, kann man Kaffee trinken. Also das gehört dazu, das ist nochmal ein Service. Man kann sich hier was zu trinken nehmen. Auf entspannt, Leute. Guck mal hier, Wasser trinken, Orangensaft. Und dann chillt man sich dahin und kann das in Ruhe wegsnacken. Ja? Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Wasser geholt. Ein bisschen Orangensaft, ja, ja. Das habe ich schon mal probiert, schmeckt sehr lecker. Und Sidi Ali ist das, ja. Das ist ja, marokkanisches Gerolsteiner, nenne ich es immer. Das ist marokkanisches Gerolsteiner, Leute. Sidi Ali. Saha. Man kann hier gut abschalten, relaxen und es ist übertrieben ruhig. Da hinten hat man die Anzeige, wann der Zug kommt. Ich fühle mich pudelwohl. Ja, ja. Ich sag euch das so, wie es ist. So, ja, das ist unser Zug, Leute. Schon anders, Leute. Schon irgendwie fühlt sich anders an. Fühlt sich übertrieben anders an. Oh, es ist hier schon. Erste Klasse hier. Das steht hier auch, ne? Erste Klasse. Ja, geil. Das ist sozusagen der ICE. So sieht er aus. So sieht das Ende aus. So. Gehen wir mal rein, das Ganze. Hier. So. Komm. So, Leute. Ah, da haben wir hier so einen eigenen Waggon. Schön, das sieht sehr geräumig aus, sehr gepflegt. Guck mal, die Stühle, Leute. Sehr schöne First Class. Mach ein bisschen hier auf, damit wir Licht reinbringen. Keller. Sieht doch schön aus, das Ganze, Leute. Ne? Ja. Die Sitze sind schön sauber. Ah, das heißt, dieser Zug heißt so Al Borak, heißt der, Leute. Ja? Die Steckdosen sind auch am Start. Geil. Also man darf nie vergessen, Leute, wir sind ja hier in Afrika, ne? Deswegen feiere ich das so. Schönes Erlebnis, Leute. Trinken umsonst. Kaffee, Kakao, alles Mögliche. Und dann noch hier schön, man kann die Sitze schön verstellen, alles cool, bequem, ruhig. Für insgesamt keine 6 Euro. So, es geht los, jo. Ja, so, Leute, wir sind da. Yes. Oh, Knetra. Schönes Wetter, Knetra. Sehr schönes Wetter, Leute. Schön, gefällt mir. Guck mal. Check mal ab die Sonne. Habt ihr gesehen? Was ein Himmel. Was ein Himmel. Wunderschön. Oh. Wir müssen hier in den Aufzug. Jo. Das hier ist der Bahnhof in Kenitra. Ja, Kenitra. Bahnhof, schön, den haben die neu gemacht. Ja, alles entspannt. Da hinten geht man dann runter zu den Zügen. Eigentlich wie in Deutschland. Guck mal, der hat eine deutsche Post an. Guck mal, seht ihr den?
Der hat einfach deutsche Post an. Einfach Postbote. La Lagarzuine, der. Auf jeden Fall, da kann man wieder Tickets hier kaufen. Also ich muss sagen, der Bahnhof gefällt mir sehr gut. Man darf das niemals vergessen, Leute, wir sind hier mitten in Afrika, ne? Das, okay, wir sind im Norden von Afrika und das ist immer was Schönes. Das ist so, gefällt mir, ne? Ist schön. Sieht man, dass die Leute auch ein bisschen leben. Super Geschichte, ne? So, hier ist der Vordereingang vom Bahnhof von Kenitra. Oh, gesunde, gell? Alter, das ist ja schon sehr rutschige Angelegenheit hier, Leute. Sehr rutschig. Wow, guck mal hier. Der Platz vor dem Bahnhof von Kenitra. Das ist der. Wow, haben die schön gemacht. Guck mal hier. Voll schön. Guckt euch mal das Wetter an. Blauer Himmel. Ibiza Las Palmas all in. Schön. Der Vordereingang. Das haben die sehr schön gemacht, muss man sagen, oder? Das ist sozusagen der Bahnhof von Kenitra. Wunderschön. Ja, ja. Leute, gefällt mir. Schöne Architektur. Wichtig, Leute. Digga, wie lange war ich nicht mehr hier? Bisschen hier Wasser. Schön zur Abkühlung das Ganze. Wenn du mal Taxi hattest. Ich folge dir, Nisa. Ich folge dir. Digga, Alter. Ist nochmal ganz anderes Feeling gerade wie in Casablanca. Viel schöneres Wetter. Ihr seht hier nochmal. Da ist der Bahnhof. Freunde, es wird Zeit. So. Wir haben ein Taxi gefunden, Leute. Assalamu alaikum. So, Leute. Oh ja, ich bin platt, Digga. Ich bin platt, Digga. Also ich habe ja vorher schon einen Tag nicht so gut geschlafen. Im Hotel so. Und jetzt bin ich hier bei meiner Tante angekommen. Gerade schön gegessen. Die hat schön leckeres Essen gemacht. Und ja, jetzt erstmal chillen. Noch eine kleine Information, bevor das Video zu Ende geht, Leute. Und zwar könnt ihr aktuell bei MyProtein mit dem Code YUSUF 39% auf euren Einkauf sparen. Wenn ihr Supplemente benötigt oder hier, warte, ich zeige euch mal. Proteinriegel hier, ich habe diesen hier, diesen Bioactive. Der ist zurzeit mein Favorite, Leute. Der schmeckt richtig gut. Ja, und den spüle ich immer hier weg mit meinem veganen Proteinwasser hier. Richtig leckere Geschichte. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas benötigt, bisschen Snacks, bisschen Proteinsnacks, bisschen Eiweißpulver, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, Leute. Ansonsten, Leute, wir sehen uns im nächsten Vlog. Das geht stabil weiter natürlich. Ich habe richtig gute Ideen, ich habe richtig Bock. Und ihr merkt auch, die Aufnahmen sind cleaner geworden. Das ist so diese Kamera hier, die ist Feeling auf jeden Fall. Bock gerade extrem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.